Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Vorrang für fossile Transporte auf Schienenwegen. Anders gesagt, ein Güterzug darf im Zweifel schneller oder prioritär fahren gegenüber einem ICE, wenn er denn für die Versorgungssicherheit wichtige Gaslieferungen, Erdöllieferungen, was auch immer, mit sich bringen würde. Dafür gibt es jetzt nämlich eine Verordnung. Wir haben schon davon gehört, ne? Also die Bundesregierung hatte darüber gesprochen und mittlerweile gibt es hier auch die Veröffentlichung. 24.08. gemeinsame Pressemitteilung. Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium. Okay. Vorrang für Energietransporte auf der Schiene sichert die Stromversorgung. Aha, das ist also wichtig für die Versorgungssicherheit. Ziel ist es, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien und Stromnetzen sicherzustellen. O-Ton, O-Ton, alles klar. Die Deutsche Bahn wird kurzfristig die Nutzungsbedingungen des Schienennetzes anpassen, um Mineralöl- und Kohletransporte auf der Ebene der Disposition, also bei der betrieblichen Abwicklung der Züge, zu priorisieren, sodass hier also Ölderivate, Kohle schneller transportiert werden können. Gleichzeitig arbeitet Deutschland natürlich daran, unabhängig von russischen Energieträgern zu werden, etc. Das Ganze ist hier unten dann auch verlinkt. Ne? Die Verordnung finden Sie hier. Da klickt man drauf, da kommt man auf die nächste Seite. Da ist dann wieder nur ein Link auf das eigentliche PDF. Da klickt man dann drauf und dann öffnet sich das PDF. Aber auch schon hier sieht man den tollen Titel: Verordnung zur priorisierten Abwicklung von schienengebundenen Energieträgertransporten zur Sicherung der Energieversorgung. Energiesicherungstransportverordnung NZTRV. Okay, 26 Seiten. Das ist für so ein Dokument recht übersichtlich, weil vor allem am Anfang und am Ende auch noch einführende und abschließende Kommentare in solchen Dokumenten hier zu finden sind und eben nur in der Mitte der eigentliche Verordnungstext. Der ist also übersichtlich. Man beginnt natürlich mit so allgemeinem Blabla, was man im Gesetzgebungsverfahren kennt, ne? Alternativen, was hat das für Auswirkungen auf wen, etc. Und dann ab Seite 4 kommt der eigentliche Verordnungstext. Na, wir kennen schon: Verordnung zur priorisierten Abwicklung von schienengebundenen Energieträgertransporten zur Sicherung der Energieversorgung, Energiesicherungstransportverordnung NZTRV. Ich wiederhole das, weil wir neigen in Deutschland dazu, leicht komplexe Titel für Verordnungen und Gesetze und ähnliches zu finden. Und es ist aber am Ende relativ übersichtlich in diesem Fall. Ne? Es ist jetzt nicht wie ein EEG 5000 Seiten lang geführt, sondern wir beginnen natürlich mit dem Vorrang von Energieträgertransporten, schienengebundene Transporte, Erdöl, Erdölerzeugnisse sowie von sonstigen festen, flüssigen und gasförmigen Energieträgern oder von sonstigen Energien auf dem in der Anlage bezeichneten Energiekorridornetz sind von Betreibern von Eisenbahnanlagen und Betreibern von Serviceeinrichtungen mit planerischem Vorrang abzuwickeln. Interessant finde ich auch die Formulierung sonstige Energien. Okay. Wenn ich meine magischen Steine aus meiner Hosentasche nehme und sie jetzt transportieren möchte, dann könnt ihr hier ihre besondere Universumsenergie auch entsprechend hier per Bahn auswirken. So, vorrangige Abwicklung darf nur erfolgen, soweit dies zur Gewährleistung der Versorgung mit Energieträgern erforderlich ist, also solange die Versorgungssicherheit, der Betrieb von Kraftwerken etc. davon abhängig ist. Eisenbahnbetreiber haben darauf zu achten, dass der Ablauf anderer Verkehre nicht mehr beeinträchtigt, als dass zur Sicherstellung dieses übergeordneten Interesses der Versorgungssicherheit erforderlich ist. Ja, hier nochmal weitere Beschreibungen, wie das die Bahnbetreiber zu machen haben. Aber hier zum Beispiel, ja, Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebs einer Mineralölraffinerie, unterbrechungsfreier Betrieb einer Anlage nach NWG, na, Bevorratungsverpflichtung, Vermeidung des Leerstandes eines Mineralöltanklagers, unterbrechungsfreier Betrieb sonstiger Anlagen, um diesen Wechsel des Einsatzbrennstoffes zu ermöglichen, damit dieser für die Sicherstellung der Energieversorgung genutzt werden kann. Okay, also das ist relativ klar. Wir sagen, Kraftwerke und Tanks müssen beliefert werden können und die Schiene ist dafür gut geeignet. Wir priorisieren also deren Transport vor allen anderen, inklusive Menschentransporten. Also Personenverkehr, besser gesagt. Der Nachweis muss mit der Trassenanmeldung des Transportes beim Bahnbetreiber angemeldet werden, mit der wir dann praktisch sagen, hey, wir müssen das transportieren, um dieses Kraftwerk, diesen Tank zu versorgen. Und dann wird das halt weiter abgeklärt.
Vorrang von Transporten von Großtransformatoren, also auch hier nochmal weitere Infrastrukturtransporter, die wichtig sind. Verfahren zur vorrangigen Abwicklung. Hier wird also beschrieben, wie das Ganze planerisch, organisatorisch zu machen ist. Befugnisse der Regulierungsbehörde. Wer sich mit dem Aufbau solcher Gesetze und Verordnungen auskennt, merkt, okay, wir kommen schon zum Ende. Ausschluss der Haftung, Übertragung der Befugnisse im Erlass von Rechtsverordnungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten und das war's. Seite 4 bis Seite 7 war das jetzt so. Und ab Seite 8, Energiekorridornetz, hier wird jetzt beschrieben, das haben wir ja vorhin schon mal gelesen in diesen Absätzen, hier wird jetzt beschrieben, wo vor allem Transporte entscheidend wichtig sind. Na, von hier Hamburg-Harburg nach Berlin-Ruhleben, Hannover-Linden etc. Ja, Brunsbüttel, also Hemmingstedt nach Brunsbüttel, Hemmingstedt nach Mannheim. Also das ist immer so zu verstehen. Hier gibt es dann entsprechend Schienentrassen, die da langlaufen. Hier erkennt man dann in den Zielen, also in den Senken, oftmals auch Bereiche, in denen weitere Infrastruktur vorliegt. Ne? Gera-Langenberg ist für mich ist natürlich interessant, weil ich in Gera bin. Aber hier ist dann auch Leuna zum Beispiel. Leuna ist sehr, sehr ausführliche Infrastruktur, die von Gasimporten auch abhängig ist. Eventuell kann man da aber auch das eine oder andere umstellen, etc. Also hier haben wir die Kombination der Transporte, sage ich mal. Das ist dann schon deutlich länger als der eigentliche Verordnungstext. Und dann haben wir ab Seite 19 noch einmal die eigentliche Begründung. Also ab hier ist dann nochmal allgemeiner Text, Prosa-Text zu finden, der hier noch einmal einschätzt, wie wichtig das Ganze ist im Kontext der gesamten Energieversorgung und der Preisentwicklung und der Versorgungssituation, die jetzt im Rahmen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auch hier vorkommt. Also wer sich mit dieser auch so wunderbar benannten Verordnung zur priorisierten Abwicklung von schienengebundenen Energieträgertransporten zur Sicherung der Energieversorgung, Energiesicherungstransportverordnung, NC3V, weiter beschäftigen möchte, der Link auf die Pressemitteilung ist natürlich dann ganz unten in der Videobeschreibung auch zu finden. Der Link dann auf die Verordnung am Ende dieser Pressemitteilung auch entsprechend auffindbar. Das Ganze scheint jetzt notwendig zu sein. Also das ist an sich ja erstmal kurios. Ne? Wir sagen, dass fossile Energieträgertransporte Vorrang haben vor Personenverkehr, egal ob Nahverkehr oder Fernverkehr, ne? Also vor ICEs, die ansonsten ja immer priorisiert fahren. Das ist ja sowieso kurios, weil wir in Deutschland ja kein Hochgeschwindigkeitsnetz, was separat stehen würde. Das kennen wir in den anderen Ländern mit sehr, sehr schnellen Zügen, dass sie ein eigenes Schienennetz haben, exklusiv für den TGV, exklusiv für die schnellen japanischen oder chinesischen Züge. Nein, in Deutschland denken wir, egal, sollte ICE ein bisschen schneller fahren, wenn ihm was im Weg ist, Pech gehabt. Dadurch auch die Verspätungshistorie bei der Deutschen Bahn einen zum Teil zumindest so erklären. Jetzt sagen wir, hey, Kohle ist gerade wichtiger als ICE. Das könnte also für die Statistik in der Zukunft, für die Pünktlichkeitsstatistik des Personenfernverkehrs nochmal ganz interessant werden. Gleichzeitig, naja, wir kommen jetzt nun mal in eine Situation, in der wir ein bisschen über die Runden kommen müssen, was auch die fossile Energieträgerversorgung angeht. Also insoweit kann ich dieses Vorgehen verstehen. Macht durchaus Sinn, aber ist auch ein bisschen kurios. Insgesamt haben wir immer noch jede Menge Baustellen in der Klärung, wie wir mit der Notsituation, mit der Gasmangellage und so weiter umgehen wollen. Auch wie wir mit den Preisentwicklungen umgehen wollen. Wie schon erwähnt, ist das Schaffen der Umlagen und gleichzeitig das Absenken der Mehrwertsteuer jetzt nett für den Verbraucher, für den Haushaltsverbraucher, für Industriekunden absolut nicht hilfreich, weil die Mehrwertsteuer nun mal ein Durchlaufposten ist. Das wirkt sich nicht auf die aus. Ja? Also die haben einfach nur Mehrkosten, die haben keine Entlastung. Wir haben im Gegensatz zur EEG-Umlage hier keine besondere Wirtschaftsförderung. Das ist erstmal schlecht. Gleichzeitig sagt man damit natürlich, okay, hey, du bist von fossilen Energieträgern abhängig, Pech gehabt. Schaffst sofort dich umzustellen, wenn es überhaupt gehen sollte und wenn nicht, bist du vom Markt weg. Kann man machen, ist ein bisschen wenig nachhaltig, finde ich, was so die Wirtschaftsinfrastruktur angeht.
und die Gesamtwirtschaftsstruktur. Also ich weiß nicht. Es gibt immer noch eine ganze Menge Baustellen, an denen hier was passieren müsste. Und zumindest eine Erleichterung, hoffentlich, ist, dass wir zumindest an die Stellen, wo fossile Energieträger jetzt notwendig wären, wir mit dieser Verordnung zumindest den Schienentransport optimieren. Naja, schauen wir mal. Okay. Fragen, Anmerkungen oder ähnliches zu diesem Thema gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wenn ihr mehr zu allen möglichen Themen der Energiewirtschaft hören wollt, geht gerne auf unser Lernportal n1.de. Für nur ungefähr eine Woche ab Veröffentlichung dieses Videos gibt es einen deutlichen Rabatt auf unseren sehr teuren 20-stündigen Lernkurs für Einsteiger in der Energiewirtschaft. Na gut, okay. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.